Hallo, herzlich willkommen bei Menke. Ich würde euch heute gerne zeigen, wie ihr aus diesem einfachen Windlicht mit der passenden Kerze was Tolles für die Terrasse zaubert. Kommt mal mit! Schaut mal, wir haben hier eine Vielzahl von fette Hennengewächse, Sedumgewächse. Und wie ihr unschwer hier erkennen könnt, das ist echt ein absoluter Insektenverwöhner. Und ich zeige euch jetzt mit dem Korb zusammen, was wir daraus Tolles für die Terrasse bauen. Das macht sie auf jeden Fall super gut, bestimmt auch auf eurer Terrasse. Und das möchte ich jetzt mit euch anfertigen. Dafür haben wir ja den Drypot schon rausgesucht, diesen Korb mit diesem Kunststoffeinsatz. Wenn ihr einen empfindlichen Tisch draußen habt, dann lasst ihn geschlossen und arbeitet mit einer Drainageschicht. In dem Fall mit diesen Legatonkugeln. Wenn ihr natürlich den Korb irgendwo hinstellt, wo es egal ist, dann bohrt einfach ein paar Löcher unten rein, damit das Wasser abfließen kann. Also, zuerst fangen wir an mit dem Granulat. Da ruhig eine Schicht unten rein, die so 2-3 cm hoch ist. Die verhindert einfach, dass eure Pflanzen unten extrem im Wasser stehen und dadurch das Faulen anfangen. Dann habe ich hier unsere torffreie Erde. So, und jetzt wird gepflanzt. Raus aus dem Korb, unten so ein bisschen aufbrechen. Das ermöglicht der Pflanze, dass sie leicht anwächst und sich gleich in die neue Erde, in der neuen Erde wohlfühlt. Dann nehmen wir hier so einen Herbstzauber mit dazu, der auch in den Farbtönen super dazu passt, der ein bisschen Kontrast mitbringt durch das Weiß. So, dann habe ich hier noch diese kleinen Sedumgewächse dazu kombiniert, diese Sempervivum. Die gibt es ja in verschiedenen Rottönen, Grüntönen. Dann habe ich hier sowas Silbergraues. Und hier in die Lücke setzen wir noch eine von den Sempervivum in diesem Bordeaux-Ton. Das Ganze füllen wir jetzt in den Lücken mit dem Rindenmulch auf. Schützt ein bisschen die Erde vor der Verdunstung. Das heißt, die Feuchtigkeit wird auch länger in der Erde festgehalten. Können dann natürlich auch mit kleinen Kieselsteinen machen oder mit Tonscherben. Dann habe ich hier noch solche kleinen braunen Zweige. Ich mag das, wenn so ein bisschen der Naturcharakter von dem Korb noch mal oben wiederholt wird. Die sind jetzt so groß, die Zweige, die legen wir einfach quer rein. Das ist jetzt ein kleinerer, der kommt hier drüben hin. So, für die Mitte haben wir das Windlicht ausgesucht. Und da, wenn ihr das zu Hause auf eure Terrasse stellt, braucht ihr hier unten nichts machen, um es zu befestigen. Wenn ihr aber das verschenken wollt oder ihr seid euch nicht ganz sicher, so was Windlast bei euch auf der Terrasse anbelangt, gibt es hier diese Pinholder. Das sind diese kleinen Höckerchen mit der Klebefolie, die kennt ihr bestimmt aus der Adventszeit für die Gestecke. Und damit drücken wir das Ganze jetzt in die Erde rein. So, und um das jetzt zu verstecken, nehmen wir ein bisschen Naturkies. So, jetzt habe ich hier so einen Roseton rausgesucht als Kerze für das Windlicht. Das gibt nochmal einen schönen Kontrast. Und die Kombination ist wirklich absolut pflegeleicht. Dieses Sedum ist, finde ich, eine ganz tolle Sache, auch für die Insekten. Und es lässt sich super, super schnell nacharbeiten. Ihr habt bestimmt auch einen schönen Platz bei euch auf der Terrasse dafür oder im Vorgarten oder vor der Haustür. Ich würde mich freuen, euch bei uns begrüßen zu können und euch unsere große Auswahl an Pflanzen mal zu präsentieren. Vielleicht habt ihr Lust, es nachzuarbeiten. Bis bald!